zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein Haul für euch und zwar kreativ bunt. Und wie immer, wenn ich noch was habe, was in der Zwischenzeit noch ankommt, hänge ich das dann einfach hinten dran, ne? Tatsächlich habe ich Gutschein-Shopping gemacht. Das heißt, ich hatte einen Gutschein, den habe ich jetzt eingelöst. Und ich habe mir was gekauft, was ich eigentlich gar nicht kaufen wollte. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die doch zumindest so einige Farben davon mir organisieren werde, weil die wohl meine, also die Oxides, da sehen die Pinsel manchmal so scheiße aus. Und ja, da habe ich mich jetzt entschlossen, ein paar Inks mir ranzuschaffen, so Regenbogengrundfarben. Und ich habe jetzt mit den pastelligeren und meinen Lieblingstönen so ein bisschen angefangen. Das heißt, ich habe jetzt sieben Inks bestellt und muss die natürlich jetzt erstmal noch testen. Ob das alles so eine gute Idee war, weiß ich jetzt noch nicht, aber ja. Wie gesagt, eigentlich wollte ich beide Sorten nicht haben, aber ich denke, ja, ist keine schlechte Idee. Ich habe auf jeden Fall ein Rosa. Swan Sugar habe ich genommen. Ach, warum ich Kitsch Flamingo nicht genommen habe, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal ein helles Rosa genommen. Dann, das ist mit meiner Lieblingsfarbe Twisted Citron, also so grün halt. Dann Squeezed Lemonade, das helle Gelb. Na? Tumbled Glass. Das habe ich eigentlich genommen, weil ich mit dem Tumbled Glass Oxide nicht so richtig zufrieden bin. Das ist nicht so blau, wie das hier außen angezeigt ist. Also der Farbauftrag von meinem Tumbled Glass Oxide ist für mich nicht, ja, gefällt mir irgendwie nicht. Weiß nicht warum. Der Unterschied jetzt gerade ist einfach, dass die Inks schwarz sind und die Oxides sind grau gepackt. Da habe ich wenigstens schon was, wo ich es unterscheiden kann. Dann habe ich hier noch Mild Lavender genommen. Also fragt mich nicht, warum ich das helle, das Lila genommen habe. Das habe ich auch als Oxid. Na, also, ja. Ich muss erstmal schauen, ob das jetzt was für mich ist. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal sieben. Das Salvage Patina. Also das Cracked Pistachio kommt dann wahrscheinlich auf jeden Fall noch. Das sind ja die hellen Farben. Das sind ja auch die, die bei den Inks manchmal, ich weiß nicht, die kann ich manchmal nicht ordentlich auftragen. Ich weiß nicht warum. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal für die hellen entschieden. Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Ja, und dann habe ich noch, das ist meine Lieblingsfarbe, das ist das Peacock Feathers. Und ja, wie gesagt, ich muss die erstmal testen und gucken, ob das alles cool ist. Wie die harmonieren, weiß ich jetzt gerade auch nicht zusammen. Ob die Inks mit den Oxides harmonieren, weiß ich auch nicht. Also, das muss ich alles testen. Ich habe mich dazu auch noch nicht belesen. Ich werde mich dazu erstmal belesen und dann werden wir mal weiterschauen. Wie gesagt, ich hatte einen Gutschein und da fiel mir das jetzt nicht so schwer. Dann habe ich mir einen Stift besorgt. Das ist Faber-Castell Aqua Dual Marker. Also, ich benutze ja Marker zum Kolorieren. Und das Memento-Stempelkissen ist ja quasi auf Wasserbasis. Und deswegen habe ich jetzt einen Aqua-Marker gekauft, weil ich ja meine Stempelabdrücke umrahme, immer mit Schwarz. Und ich habe da bis jetzt, habe ich den hier benutzt. Das ist der Tombow. Aber da der leer ist, ich gedacht, ich versuche es mal mit dem. Das ist einfach ein schwarzer Pinselspitzenstift. Und der hat halt dann noch so eine etwas feinere Mine. Ich schau mal, ob das was ist. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur zum Testen gekauft. War auch jetzt nicht so teuer. Dann habe ich mir noch eine Slimline-Stanze gekauft von Studio Light. Die sieht aus wie, ja, in Pergamentpapier, in gerolltes. Ich fand das irgendwie schön. Und auch das ganze Zubehör. Also ich habe hier auf jeden Fall eine Büroklammer bei, Federn, so ein Siegelstempel-Dingens, auch der Zubehör dazu, noch eine Büroklammer, aber rund und das ist ein bisschen eckig.
noch eine andere. Also ich schätze mal, das hier sind die Federn, die man kann hier oben hin machen, als würde man mit einer Feder schreiben. Nehme ich an. Also ich habe mich jetzt mit dem Set noch nicht so ganz auseinandergesetzt, aber man kann ja mal hinten drauf gucken, wofür das jetzt dann alles ist. Auf jeden Fall was zum Zusammensetzen. Und wie gesagt, die Siegel sind hier dazu. Und dann haben wir halt noch dieses Fass, für die, wo die Tinte ja normalerweise drin ist. Und dann haben wir hier noch so eine gerissene Block, Ringel, Ringbuchblock, ihr wisst schon, Blatt, gerissen, Stanze. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich schaue mal, ob ich das verwenden kann, alles Mögliche. Ich finde es aber als Tool, so die Buchklammern, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, werde ich auf jeden Fall testen. Und dann habe ich mir, was hatte ich vergessen, beim Release mir zu bestellen, beziehungsweise, ja, war das jetzt nicht so on top auf meiner Liste, aber ich habe noch dieses Wraparound für die Plattform Pop-Up-Stanze von Lawnfawn. Cloud Wraparound, also das ist das Wolken-Ummantelungs-Stanzen-Dingens. Ich habe da jetzt leider auch kein anderes Wort dafür, weil ich weiß nicht, wie das normalerweise heißt. Also, das ist das, was man um die Plattform drumherum machen kann. Und ja. Genau. Das war's auch erstmal. Und ja. Der nächste Roll kommt. So. Ich war noch bei Action, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe irgendwo ein Foto gesehen mit neuen Stanzen oder so. Und habe gedacht, ich gehe mal schauen, ob die das bei uns zufällig auch haben. Nee. Leider nicht. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass unser Stanzenregal im Action relativ voll ist mit den älteren Sachen. Da kann das sein, die kriegen keine neuen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir noch mal so ein Ding hier mitgenommen. Ich habe nämlich letztens mir so ein Ding mal auseinandergeschnitten. Ihr seht das ja schon, ich habe mir so einen kleinen Eingriff gebastelt und bin dann mit dem weißen Stempelkissen da. Habe ich damit gedingst. Und da habe ich gedacht, ich kaufe mir noch mal so ein Teil, weil ich die erstens total niedlich finde. Und die letzten waren, ich glaube, mit einem Häschen und mit irgendeinem anderen Tierchen. Jetzt haben wir hier einen Koala und einen Elefant. Aber der Pinsel ist an sich derselbe. Und ich finde die Verpackung echt niedlich und deswegen musste die mit. Dann, wenn ihr mich jetzt wahrscheinlich für blöde haltet, und das ist nichts mit Basteln zu tun, aber ich bin so ein bisschen gesichtsmaskensüchtig. Nein, das stimmt jetzt so auch nicht. Aber ich tue das immer mal gerne mal so in so eine Post mit rein oder so. Und ich liebe Disney, deswegen habe ich mir die mitgenommen, obwohl ich sehe hier gerade, dass hier nur Äpfel drauf sind. Also, na juhu. Mal so eine Maske abends zum Entspannen, finde ich übrigens ganz cool. So, dann habe ich noch. Wenn ich mir das jetzt schon vorstelle, wie ich dann aussehe, das wird lustig auf jeden Fall wieder. Also, letztens habe ich mir so eine Maske aufgesetzt, ne? Da sah ich aus, ich glaube, wie ein Schmetterling oder so oder wie ein Panda und bin dann in die Stube gegangen. Mein Mann hat mich eingeguckt, was ist mit dir kaputt? Also, hast du auf jeden Fall sehr viel Spaß mit so einer Maske. Dann habe ich gedacht, ich nehme mal so eine Avocado-Maske mit. Die ist aber allerdings, das ist nicht so ein Maskenpapier wie hier. Das sind ja solche Sheets halt. Sondern das ist einfach nur eine ganz normale flüssige Maske. Aber dann fand ich es noch lustig, weil gab dann auch noch Face-Sheet-Maske mit Kaktus-Style. Dann haben wir noch auf jeden Fall hier, da sehe ich dann aus wie wesentlich einen Eisbecher. Dann habe ich noch Rainbow, also das ist total witzig. Und dann habe ich noch den Pinguin. Och, das ist geil. Und die persönlich mag ich die sehr gerne. Unter die Augen. Da sieht man nicht gleich aus, da sieht man nicht mehr so aus, als wenn man vom Zug überfahren worden. Das ist eigentlich immer ganz cool. So ein bisschen kühlend. Oh, ich stelle mir das im Sommer ganz schön vor. Okay, dann habe ich noch. Eigentlich kaufe ich keine Stencils, aber ich habe gedacht, das nehme ich mal mit. Also ich habe hier die alle drin. Ich finde ja solche Formen immer ganz nice. Wir gucken mal jetzt gleich mal, was wir hier jetzt alles drin haben. Ich hoffe, es sind auch alle drin. Manchmal, ihr kennt das ja bestimmt, dass da die Hälfte fehlt. So. Also ich habe auf jeden Fall die Form drin. Die finde ich eigentlich ganz cool. Dann habe ich diese noch. Dann ist da noch die. Das ist am Ende. Irgendwie ist das zweimal das gleiche. Seht ihr das? Wunderschön. Da fehlt mir wahrscheinlich trotzdem eins, obwohl hier steht 6. Naja, da fehlt mir dann eine.
Ah, kennt ihr das? Ich habe aber trotzdem. Nee, ich habe sieben drin. Ich habe sieben Stencils dran. Lustig, ne? Also, dann habe ich die hier noch. Die ist ein bisschen schon. Ja. Die sieht schon ein bisschen, ja, mitgenommen aus, sag ich mal so. Dann habe ich auf jeden Fall die hier drin. Kann man die zusammen benutzen? Nee, nicht wirklich, aber hätte ja sein können. Dann habe ich die hier noch drin. Also ich habe gedacht, es fehlt eine, aber nein, ich habe eine doppelt drin. Da hat bestimmt in einem anderen Set jetzt, fehlt bestimmt jetzt eine. Bei denen im Laden, meine ich jetzt. Also, ne? Also, falls jemand so ein Ding hier haben will, ich habe das doppelt, ne? Von der würde ich gerne eine abgeben. Könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr möchtet. Ansonsten habe ich sie doppelt, falls mir mal eine kaputt geht. Oder ich habe eine zum Pasta einschmieren, weil manchmal kriege ich nämlich meine Stencils, wenn ich die mit Paste benutzt habe, nicht sauber. Obwohl ich die gleich mit Fit wasche. Aber ja, gut, das ist das. Und das ist für mich auch neu. Und zwar gibt es hier Textur Cardstock 3D Emboss. Ich persönlich fand das eigentlich eine coole Idee. Also ich habe jetzt hier weiß, das ist jetzt schon hier quasi, ne? Dann haben wir hier rosa. Ich weiß zwar nicht, warum weiß drin ist, weil ich es jetzt schon weiß. So, dann haben wir hier die. Ach so, die sind auch einmal blau und einmal lila. Dann haben wir hier grün und gelb. Wieder weiß. Weiß geht ja eigentlich auch immer. Aber ich meine, Manne, stellt euch mal vor, ihr habt keine Stanzmaschine oder kein Prägefolder, weil ihr einfach keine Prägefolder kaufen wollt. Da kann man ja auch mit den Dingern prägen, wenn man diese komische Gummimatte hat, kann man ja die auch prägen. Oder man kauft sich einfach geprägten Cardstock. Ne? Das geht dann natürlich auch. Also ich persönlich finde es eigentlich ganz cool. Es ist auch sehr schön geprägt, muss ich sagen. Ist halt sehr ja, allgemein geprägt, aber es sieht jetzt für mich nicht doof aus. Und eben, ich habe jetzt die Pastellfarben auf jeden Fall hier mitgenommen. Und die, also es geht so mehr ins Bläuliche, weil ich halt sehr viel auch blauen Cardstock habe oder Petrol oder Türkis oder so. Und da habe ich immer gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Und ja, wieder weiß. Dann haben wir hier so ein Muster. Die Farbe finde ich echt schön. Das ist Petrol. I love. Das ist auch schön. Blau. Ja, also, ne, ihr seht das schon, das ist geprägt. Ich hoffe, ihr könnt das auch so sehen, wie ich das euch jetzt zeige. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als wenn ihr es sehen könnt. Und ja, also wie gesagt, ich meine mal, selbst wenn ich das jetzt nicht für Karten oder so verwende, kann ich ja immer noch was anderes damit machen. Ne? Also, ich brauche auch immer Cardstock für meine Stempelaufbewahrung. Das die nur mal als Beispiel. Hier, ich mache da ja immer Designpapier rein in diese Aufbewahrungsteile. Das ist jetzt gerade hier zufällig Sassi. Und da würde das auch gehen. Ne? Also ich mag das persönlich gerne, wenn das ein bisschen, so ein bisschen mein Lieblingspapier ist, in Anführungsstrichen. Ja, und dann habe ich noch das Must-Have, was ich immer mitnehme. Leider gab es das Schwarze diesmal nicht, weiß nicht warum. Ja, Aquarellpapier. Ich nehme das auch mit, weil erstens mal, es ist total kräftig. Also das ist 300er Grammatur, ne? Also das ist recht kräftig, das kann also relativ viel Wasser aufnehmen. Ich will ja keine Aquarellmalerei machen. Ich nehme das wirklich nur mit für meine Oxide und für das Gepansche damit mit Wasser. Und damit ist das Papier gut geeignet und ich nehme das auch als Cardstock für Projekte, wo ich ein bisschen Stabilität brauche. Und ich finde, also ich finde zwar das Papier, dass das jetzt ein bisschen anders aussieht, weil ich glaube, ich habe von dem anderen Block, von dem älteren, habe ich hier noch. Nee. Seht ihr das? Das ist der Block, den ich das letzte Mal gekauft habe. Und das ist jetzt das. Also die Farbe hat sich ein bisschen verändert. So ein bisschen, weiß ich nicht, sieht so ein bisschen komisch aus. Es ist kein rein weiß mehr. Also das ist ja auch schon kein rein weiß. Das ist so ein bisschen ja, gelblicheres Weiß. Aber ja, ich nehme das trotzdem immer mit, weil eben ich brauche das. Und am Ende, wenn ich das komplett eingefärbt habe mit den Oxiden, sieht man es ja auch nicht mehr. Ne? Und hier dasselbe, also nochmal das gleiche. Wie gesagt, wenn ich noch ein Haul habe, das war es jetzt auf jeden Fall vom Action. Wie gesagt, die Stanzen gab es nicht. Da muss ich mal gucken. Aber ja, wenn ich jetzt noch was bekomme an Post und kann noch was dranhängen, dann hänge ich das natürlich noch.
Ja, ihr Lieben, da kam noch etwas an und ich habe gedacht, das hänge ich jetzt noch dran. Ja, das Video wird ein bisschen länger, aber mit meinem Gequatsche dabei und ja, wen das nicht interessiert, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir einen längeren Haul machen. Und das tun wir auch. Ich habe das auf jeden Fall schon aufgemacht. Das ist von JM Kreation. Und ich habe da ein bisschen was bestellt. Und zwar hatte Jutta ja jetzt ein Angebot der Woche. Das waren die Schokostückchen und zwar zur Schokoladenverpackung. Die habe ich zufällig ausgestanzt hier. Allerdings seht ihr das ja jetzt nicht zusammengebaut, aber ich habe die zufällig ausgestanzt hier. Zu dieser großen Schokoladentafelverpackung ist die. Und zwar ist das wie eine Art Adventskalender gedacht. Und das habe ich gekauft mit den passenden Zahlen schon dabei. Also ne, für die Adventszeit. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, weil ich es noch nicht zusammengebaut gesehen habe. Ich weiß auch nicht, was in diese kleinen Schächtelchen passt, ehrlich gesagt, an Schokolade. Ja, also. Aber an sich finde ich die Idee, fand ich die Idee echt schön. Und da mussten die halt her. Und da gibt es natürlich wie immer EZ-Mount dazu. Das ist auch wieder dünnes, tatsächlich. Also es ist schön, dass das wieder schlankes EZ-Mount ist. Genau, und das sind halt die neue Schokostückchen-Verpackung. Dann habe ich auch ein Dankeschön bekommen. Also ich habe da so ein buntes Papier. Das habe ich auch noch nicht. Und die Rezepte-Stanze. Das ist eigentlich ein schönes Etikett, muss ich sagen. Gut, Rezepte. Ja, ich finde das schön. Das gefällt mir gut. So, wie gesagt. Das ist buntes Papier, das finde ich auch total schön. Dann habe ich noch, das war auch Angebot der Woche, es gibt neue Hintergrundstempel, da habe ich mir auch zwei gesichert. Und zwar habe ich mich für die blumigen Hintergründe entschieden. Das ist hier ein bisschen Text. Dann habe ich halt hier die Kleeblätter, die ja auch gut hier wieder zu Dings passen, hier zu Neujahrskarten oder so. Also ich habe hier noch ein Kleeblatt koloriert da. Um die Hintergrundgestaltung zu machen. Oder halt einfach, ne? Man kann das ja auch kolorieren. Das geht ja auch, wenn man das möchte. Und ja, ich habe mich halt einfach dafür entschieden. Mir gefällt das gut. Und dann habe ich mich noch für was entschieden. Und zwar hier. Schriftengeburtstag. Also es gibt so Schriftstempel für Geburtstag, Hintergrundstempel halt. Ich habe jetzt hier mich dafür mal entschieden. Ich wusste jetzt auch nicht, wie groß das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich habe gedacht, das ist ein bisschen größer. Aber wenn ich mir das so überlege, dass das halt Hintergrund ist, also für C6-Karten ist es gut. Also, ne, ist ja ein Hintergrundstempel. Und ja, das passt dann schon. Und ich denke einfach, ja, mir gefällt das gut mit diesen verschiedenen Schriftarten hier. Herzlichen Glückwunsch. Steht da immer in verschiedenen Schriften und hier genauso. Gefällt mir echt gut. Sehr, sehr schön. Dann habe ich noch ein Stencil mitgenommen, den ich noch nicht habe. Das sind die Zackensterne. Also das könnten auch wieder Glanzpunkte sein tatsächlich. Ja, ich habe da eher daran gedacht, an Paste. Also, dass ich es mit Paste verwende. Und dann habe ich mir einfach noch einen geholt. Den habe ich schon, aber den habe ich nicht in DIN lang. Und ich habe mir den Wolken DIN lang geholt. Wie gesagt, den habe ich nicht. Ich habe den A5 gehabt, wo halt in einem Stencil zwei sind, die man so ausfüllen kann. Und ich habe mir jetzt quasi dann die Neuauflage noch bestellt, weil ich die haben wollte. Und dann habe ich noch, last but not least, die Puzzlestanze. Die freue ich mich sehr, die zu verbasteln. Und ja, das mache ich dann auch gleich. Und ich finde das auch schön, dass die Puzzleteile schön groß sind. Da kann man nämlich noch einen Spruch reinstempeln oder so. Und auch so, ne? Also das kann man sich ja jetzt aussuchen, will man jetzt, dass derjenige die Karte zusammenpuzzeln kann. Oder puzzelt man das schon selber zusammen. Oder macht man einfach nur einzelne Puzzlestücke auf eine Karte. Also das ist jetzt dann ganz demjenigen überlassen, der das bastelt. Ja, ihr Lieben, das war's von JM Kreation. Und ja, wenn ich noch was habe, ihr wisst ja, setze ich das noch dran. So, das ist jetzt das Letzte, was ich zu dem Video hinzufügen werde. Und zwar habe ich beim Stempel mehr bestellt. Das hatte eigentlich nur den Grund, ich brauchte diese Hüllen für die Stempel. Also hier die. Da habe ich ja von Every LD.
Und die waren überall ausverkauft. Und ich habe die jetzt in dem Shop bestellt, wo sie lieferbar gewesen sind. Das ging auch jetzt relativ schnell. Und. Oh, Erdbeben, Entschuldigung. Das ist auf jeden Fall echt gut eingepackt. Das Problem ist, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich habe links und rechts immer was stehen. Im Paket. Genau. So, gucken wir mal hier rein. Ach, wie schön. Super niedliche Geste. Frohe Ostern, aber die werden ja nicht schlecht, ne? Nee. Also, alles cool. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Die werden auf jeden Fall gegessen. Die Grünen zuerst, ne? Dann habe ich mir ein neues Memento-Stempelkissen bestellt. Ja, ich weiß, man kann das nachfüllen und ein Nachfüller wäre besser gewesen. Ja. Sprich, ich habe sogar einen Nachfüller für mein aktuelles, also ich habe ja eins für das, was ich nutze. Ich habe den Nachfüller aber nicht mehr benutzt. Denn das ist schon mein zweites Memento-Kissen, weil ich hatte mein erstes Mal nachgefüllt und das war dann so matschig hinterher. Und nein, ich habe nicht zu viel reingemacht, sondern ich weiß nicht, irgendwas ist da auf jeden Fall schief gelaufen oder hat der Nachfüller irgendwann mal Wasser gekriegt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das dann so flüssig, dass ich es nicht mehr benutzen konnte. Und da ist das quasi schon das zweite und deswegen habe ich den Nachfüller quasi ad acta gelegt. Und jetzt, ja, habe ich halt noch das. Weil, ja, so ein Stempelkissen brauche ich halt immer. Das ist eher so, ja, Gebrauchsgegenstand, den ich immer ab und zu mal mit kaufe, wenn ich den gerade sehe, dass der lieferbar ist irgendwo in irgendeinem Shop. So, dann habe ich noch ATC Stanze von Xtra Realize. Ich habe schon eine mit solchen Rough Edges, aber die sind nicht genäht. Die haben keinen genähten Rand und ich wollte unbedingt die noch haben mit dem genähten Rand. Deswegen durfte die mit. Dann der Grund, warum ich eigentlich bestellt habe, ist dieser. Ich habe jetzt wieder zwei wunderschöne Hüllensets. Also da sind immer 50 Stück drin, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und jetzt habe ich wieder 100. Da komme ich erstmal wieder ein Weilchen hin. Und dann habe ich noch diese Teile mitgenommen. Dabei habe ich an meinen Plotter gedacht. Eigentlich mehr wie ans Basteln. Weil man kann das einheften. Und ich hab Folien gekauft. Das sind so 30x30 Folien oder überhaupt Spezialfolien. Und die sind in ihrer Originalverpackung drin. Das ist ja alles gut und schön. Aber ich möchte die gerne abheften, dass ich beim Hefter auch dass ich die angefangenen Folien, wo dann bloß noch so die Schnipsel da sind, die würde ich gerne in diesen Aufbewahrungsteilen ordnen und aufbewahren, dass mir das nicht immer so rumfliegt. Na, also, das ist eigentlich so mehr so für einen Plotter. Ob das noch einen anderen Zweck erfüllen kann, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich habe da auf jeden Fall an meinen Plotter gedacht und habe gedacht an die Folien, die ich dafür verwende. Und ja, das war es jetzt aber wirklich, ne, das war mein Haul, das ist relativ, also es sind ja immer nur solche kleinen Bestellungen am Ende gewesen jetzt. Und da lohnt es sich halt einfach nicht, da jedes Mal ein Video zu machen, sondern da machen wir lieber mal ein gemeinsames, ne? Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich verlinke euch die Shops, bei denen ich bestellt habe, in der Infobox. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!